Guten Tag, mein Name ist Lorenz Zimmer und ich stelle Ihnen hiermit meinen Heimatort Ahausen vor. Das wir hinter mir sehen, das ist die alte Schule, die 1824-25 errichtet wurde und hier Generationen von Kindern zur Schule gehen. 1978 wurde die Schule aufgelöst und an privat verkauft. Die Schule besitzt oben einen Glockenturm bei Ahausen, da zurzeit keine eigene Kirche hatte. Wir befinden uns hier beim Küppel und Weiher von Ahausen. Hier wurde in der Mitte vom 19. Jahrhundert Eisenerz auch über Tage gefördert. Der Abraum wurde dort drüben gelagert und daraus entstand der Hügel. Wir befinden uns hier im Biergarten der ehemaligen Gastwirtschaft zur Grünen Au. 1866 wurde die Grüne Au errichtet. Sie war die letzte große Gastwirtschaft des Ortes. Ja, ihr Höhepunkt war in den 60ern, wo Leute aus dem Ruhrgebiet zur Erholung hierher kamen. Wir gehen jetzt in den alten Saal der Grünen Au. Der Saal der Grünen Au wurde in den 30er Jahren erbaut und diente zu Feierlichkeiten, zum Beispiel Fasching oder anderen Events. Dieser Cola-Automat zum Beispiel funktioniert noch mit den alten D-Mark. Wir befinden uns hier bei der Ahäuser Ölmühle. Sie wurde 1723 errichtet und zählt somit zu den ältesten Gebäuden Ahausens. Hier wurden Früchte wie Raps gepresst. Das Mühlrad war an dieser Seite des Hauses, weil hier der Grundbach verläuft. Jetzt befinden wir uns beim Gewerkehaus von Ahausen. Es wurde so 1840 errichtet und diente für viele Bergwerksleute als Unterkunft. In Mitte des 19. Jahrhunderts lebten hier viele Bergwerksleute, die in den Bergwerksstollen nach Eisenerz suchten. Viele davon kamen von außerhalb und suchten eine Unterkunft. Wir befinden uns hier bei der Erzverladestation von Ahausen. Sie wurde 1936 errichtet und das unter Tage geförderte Eisenerz wurde hier zu kleinen Brocken verarbeitet. Als letztes befinden wir uns auf dem Gelände des letzten erhaltenen Gebäudes der Erzverladestelle. Da hinten sehen wir auch die Schmiede. Und hier das Wohnhaus, wo die Bergarbeiter gewohnt haben. So, das war's mit unserer Ahausen-Tour. Wenn Sie noch mehr über meinen Heimatort Ahausen wissen wollen, kann ich Ihnen dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Fahren Sie in die Vergangenheit von Ahausen mit Rainer Pless und Lutz Zimmer.